Auch ein Kritikvideo kann man mit der Katze beginnen, nicht, Ducky? Ja? Ducky? So, nochmal. Einfach auf meinen Kanal gehen. Das kleine Video bezieht sich auf meinen kleinen Short von letzten, von vorhin. Hier habe ich schon das Türchen abgemacht, das habe ich, na, das Ohr ist entfernt. Also, Samstag, 4. März 2023. Kurz vor Feierabend war ich in einem Aldi-Laden in Brandenburg, Bundesland Brandenburg. Welcher war es nicht? Da darf ich nicht sagen. Dort haben die Angestellten mir gesagt, die dürfen nicht mehr Rabatt gehen auf 30%. Dort lagen also 60, ungefähr 6 Kilogramm reines Biofleisch, Hühnerfleisch, teilweise, was das Kilo 24 Euro kosten würde. Ja, das wird alles Montag weggeschmissen. Ich hätte alles gekauft, wenn man gesagt hätte 50% anstatt 30%. Und so habe ich aus Demut gegenüber den Tieren und als Anerkennung gegenüber den Landwirten, die sich auf Bio umgestellt haben, nicht auf Öko, falls irgendjemand kommt. Nee, das ist ja gar nicht Öko, das ist gar nicht, doch, das Bio heißt kein Glyphosat und ähnliches. Geht also um die Ernährung und die Flächenbindung bei Milchkühen zum Beispiel geht es um die Flächenbindung. Dass die nur so viel halten dürfen, wie die Fläche hergibt. Deswegen war die Preissteigerung auch bei Biofleisch und Bio-Milchprodukte nicht so hoch wie bei konventionellen Bauern. Aldi, ich möchte ja gerne mal eine Antwort haben, wie das möglich ist. Warum ihr das nicht mehr zulasst. Und öffentlicher rechtlicher Rundfunk, wäre mal cool darüber zu berichten. Sonst abonnieren, liken, teilen, kennt ihr ja. Und anderes, wie man mir helfen kann, in dem Video, unter den Videos meines Kanals. Danke, tschüss!